willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Geburtstagstorte mit meinem Mann und das ist eine Wassermelonentorte. Legen wir los! Ich fing an, meine Buttercreme zu färben. Das ist vegane amerikanische Buttercreme. Ich fange an, mehr weiße Buttercreme zu den grünen Buttercreme zu tun, die ich schon hatte. Und ich färbte mehr Buttercreme, auch mit einem ganzen Tubus flüssiger Lebensmittelfarbe. Schaut, wie schwach die Farbe ist. Deswegen benutze ich normalerweise Gel-Lebensmittelfarbe. Großer Unterschied. Aber es war okay in diesem Fall, weil ich sowieso zwei verschiedene grüne Farben brauchte. Die pinke Verzierung ist eigentlich Frischkäseverzierung. Ich hatte nicht viel übrig, aber ich fand es genug, um die Torte zu füllen und obendrauf zu streichen. Dieser Kuchen ist roter Samtkuchen. Ich füllte den Kuchen mit pinker Frischkäseverzierung. Und tat ein paar Schokostückchen rein, um die Wassermelone-Kerne zu repräsentieren. Dann deckte ich obendrauf mit der Verzierung. Dann tat ich die grüne Buttercreme in zwei verschiedene Spritzbeutel. Und ich spritzte abwechselnde grüne Streifen Buttercreme an der Seite der Torte. Wenn ihr gerne zuschaut, wie ich Torten mache, denkt daran zu abonnieren für eine neue Torte jede Woche. Aktiviert die Glocke, damit ihr unsere künftigen Videos nicht verpasst. Dann benutzte ich ein spitzes Werkzeug, um die Buttercreme zu schmieren. In einer Richtung und dann der anderen, um die Farben leicht zusammenzublenden und die Linie nicht so regelmäßig zu machen. Aber das hinterließ eine nicht wassermelonenmäßige Textur. Also benutzte ich meine Palette, um die Buttercreme wieder zu glätten. Endlich tat ich mehr Schokostückchen in die Frischkäseverzierung, um so auszusehen wie Wassermelonekerne. Ich finde diese Torte sehr lustig und es war sehr beliebt bei der Geburtstagsgrillparty meines Mannes. Alles Gute zum Geburtstag, Simon! Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerin.germany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonnieren nicht vergessen!